see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. It actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And I traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope it was worth it, but I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. I'm nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. Ugh, I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Just stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on! Chloe... I've got your back, Max. Whoa. Alfred Hitchcock famously called film Little Pieces of Time. I'm back in class. As he what the hell? These pieces of time can frame us in our glory and our sorrow. I have to listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Okay. Wir sind wieder hier. Aber hier ist niemand. Und was da eben passiert ist. If this is a nightmare, I want to wake up. Das war also eben, wie gesagt, das ist. Wir sind nicht zurück. Es muss hier was anderes sein. Holy shit. Look at all these dead birds. This can't be real. I want to die, I want to die. Ich will sterben. Den Satz habe ich mal woanders gelesen. Wo war das? Das war, glaube ich.
oder? War das nicht auf dem Schrottplatz oder so? Hat Kate das vielleicht geschrieben? Ich meine, das ist Kates Platz. Boah, ich werde hier komplett hier von Gänsehaut ergriffen. Was sagt das Tagebuch? Maxine, bleib gefälligst am Ball. Wie oft muss Chloe noch vor deinen Augen sterben? Vielleicht würdest du lieber, ach ich weiß nicht, dein Leben leben? Finde meine Katzenbilder, mein Herz ist zerbrochen. Mach ein Selfie, Nutte. Ja, uns gehen die Möglichkeiten aus. Auf zum Leuchtturm. Max, warum willst du alle umbringen? Was hat die Welt dir getan? Beast. Always take the shot hier. Mach immer das Foto oder immer schießen. Gib immer den Schuss ab. Könnte man auch sagen. Scheint normal zu sein. Ja, ist es auch. Hier haben wir noch die Fotomöglichkeiten. Die bleiben immer noch die gleichen. Ansonsten haben wir hier neue Nachrichten. Samuel. Guten Abend, junge Max. Die Eichhörnchen reden mit mir. Aber wie tust du es? Samuel hat kein Handy. Hinter Mai 14.04. Stimmt auch was nicht. Hier stimmt gar nichts. Rachel. Hi Max. Rachel Amber hier. Ich wollte mich nur vorstellen. Wir sehen uns bald. Sehr bald. Am 1.12. um 5.21 Uhr. Pompidou. Du Schlampe, leg dich nicht mit Frank an. Oder mir. Hast du ein Leckerli? 4.1. 1.15 Uhr. Nathan? Max, dein Shooting mit Jefferson war der Hammer. Er hat dich total eingefangen. Wenn du willst, können wir zusammen kiffen. 6.21. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Moment, das muss. Entweder das ist jetzt absichtlich falsch rum oder das ist der 21. 6. 21. Juni. Um 1.21 Uhr. Weiß ich jetzt nicht. Bei den anderen Daten war es richtig rum. So, Moment, hier. Nee, hier kann man das sehen. Hier ist es so rum. Hm. Chloe. Chloe im Rollstuhl. Max, Chloe hier. Die, die in einer anderen Realität im Rollstuhl hockt. Hab ich mich bedankt, bevor du in ein neues Leben abgehauen bist? Du hast nicht nur meine Bitte abgelehnt, du bist auch schon in ein anderes Foto. Wie oft willst du mich noch im Stich lassen? 12.15. oder 15.12. um 21.13 Uhr. Didn't die, Kate. You're alive. Genau. Ist die Papierkugel, mit der Kate abgeworfen wurde, von, die von Taylor kam? Not yet, you bastard. Hm? Max, wenn du das hier liest, bedeutet das, du bist tot. Mr. Jefferson. XOXO. Hoffentlich noch nicht. Wobei man sich schon fragt, was diese Kräfte mit Max gemacht haben, dass sie ständig so die Kraft verloren hat. Ob das jetzt so sozusagen den letzten Stoß gegeben hat, jetzt dieser Zusammenbruch. Ist der Computer? Oh, that's too creepy. Okay, das Foto war hier nicht.
Sieht auf den ersten Blick sieht alles normal aus, ne? Nur halt hier das mit den I want to die und die Vögel. Na, wenn man sich die Gegenstände anschaut, dann ist es auf einmal merkwürdig. That's me? Are you kidding? Okay. Was ist hier los? Oh, that's awful. Okay, ich glaube es... Moment. Wie war das? Leuten die Augen auszukratzen war doch auch irgendwie so eine Botschaft, ne? Auf jeden Fall keine gute. War das schon vorher so? Das Bild? Ich habe damit ein bisschen Fantasie da gerade Max reininterpretiert in dieses Bild. Ich weiß es nicht. Vielleicht bilde ich mir das auch gerade nur ein, weil das alles gerade so merkwürdig ist. Hier ist Victorias Sachen. Hier sind Victorias Sachen. So, aber keine Victoria da. This is definitely not for reals. Sind genau das, die Texte sind die gleichen. Aber das Bild definitiv nicht. Der Leuchtturm? Oh no. Okay, der ist auch nicht mehr so. Hier sieht man es ganz deutlich. Hier sieht er ganz normal aus und wenn wir uns den anschauen. Oh no. Sieht er so aus. Was hat das zu sagen? Rachel didn't deserve any of this. Und das Bild hat sich auch eindeutig verändert. Rausgehen, oder wie? I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Du Scheiße. I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my darkroom. Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Boah. Und was ist hier los? Ich liebe sie, Mr. Jefferson. Meine Selfies sind scheiße. Danke für das Töten Chloes. Unsere Dunkelkammer. Boah. Was soll ich denn jetzt sagen? Das ist das Krasseste, was man sagen kann. Danke für das Töten Chloes. Das ist wahrscheinlich das Krasse. Das Krasseste. Jetzt komm, nehmen wir das mal. It's about time somebody finally killed Chloe. Think of how often that bitch almost got me killed. It's like you're doing both of us an awesome favor. Chloe can never appreciate you the way I will. Maxine. And yes... I insist on calling you Maxine. Forever. Jetzt ist er wieder weg. This can't be real. I don't believe it. Alter. Ich weiß, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Ich weiß. Aber Alter, hat er mich erschreckt. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay.
Schauen wir noch mal, was haben wir noch nicht gemacht hier drin. Wir können wahrscheinlich... Genau, jetzt können wir die Tür öffnen, aber das machen wir noch nicht. Wir schauen uns noch ein bisschen um. I'm not going to take the bait. I'm not. Everyday Zeros. Ist Max Caulfield eine Loserin? Tut sie jedem weh, dem sie hilft? Ja! Nullen des Alltags, Fotowettbewerb 2013. Max hat schon gewonnen, weil sie schon verloren hat. Also nimm gar nicht erst teil. Da unten steht noch, Mr. Jefferson gibt einen Daumen nach oben. Und unten links steht ein, ja, Rubbish. Rubbish heißt Müll, also ein Müllsponsor, ein schlechter Sponsor. Ich weiß, mir fällt kein passendes Wort auf Deutsch ein. Okay. Und an der Stelle kann ich gerade mal was anmerken. Und zwar hatte ich ja oft die Angewohnheit, Dinge mehrmals anzuklicken. In der Hoffnung, dass beim zweiten Mal eine andere Reaktion kommt. Warum sage ich das? Rachel Amber Forever. Das Foto haben wir... Das ist das erste Foto, was wir damals gemacht haben. Von dieser... Ja, Schnitzerei sozusagen. Können wir uns jetzt anschauen. Kein Kommentar. Aber jetzt steht da Max Caulfield vorher. Und jetzt steht hier Chloe Price Forever. Was, wenn ich das jetzt nochmal ansehe? That's it. Three times is clearly not the charm. Okay. Alle guten Dinge sind drei, alles klar. Jetzt können wir ein Foto davon machen. I don't care if this is a dream or a nightmare. I'm taking this picture. So, wieder die alte Kamera. So. Hier haben wir noch vier Fotos in dieser Episode zu schießen. Oder in Life is Strange allgemein. Life is Strange 1 sozusagen. Denn es soll ja schon weitergehen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir müssen jetzt erstmal herausfinden, was hier los ist. Wie wir hier wieder rauskommen. Weil hier ist was definitiv nicht in Ordnung. Ich glaube, wir haben uns jetzt alles hier angeschaut, was wir uns anschauen können. Der Raum scheint, wie gesagt, größtenteils normal zu sein. Bis auf zwei Details. Und halt das Detail, dass hier niemand ist. Aber ja. Gehen wir mal nach draußen. Das ist nicht der Flur von dem Schulgebäude. Da ist Kate. Was macht sie? Trauert sie um sich selbst? Ist doch sie vor ihrem Zimmer. Und da ist... Moment. Foto, Kerze oder sowas. Wie überall. Alles voller Kerzen. Kommt hier was anderes? Nein, es bleibt das Gleiche. Ich werde mir jetzt öfter das Tagebuch anschauen, weil, da, wie man sieht, kommen da manchmal ungewöhnliche Dinge. Also andere Tagebücher sozusagen, andere SMS-Nachrichten. Muss ich so ein bisschen im Auge behalten, dass wir dann das nicht verpassen. Aber erstmal ist die Frage, was ist hier los? Immer noch. Was ist hier los? Sie trauert um sich selbst.